Jetzt geht's ins Bett, ja? Morgen musst du früh aufstehen. Ja, natürlich. Aber vielleicht noch 10 Minuten? Nein, aber du, das ist so ein schönes Zimmer. Vielleicht solltest du jetzt wirklich mal schlafen, sonst bist du morgen todmüde. Ja, okay, wenn du das meinst, dann gute Nacht, Mom. Ah, mein Bett. Das ist so weich. Schlaf gut. Bis morgen. Ein neuer Morgen begann. Timmy sollte jetzt unbedingt aufwachen. Es ist schon spät. Guten Morgen, Timmy. So. Timmy. Timmy, wach auf. Timmy? Ja, ich weiß, Schule kann nicht mehr schwer sein, aber jetzt solltest du unbedingt aufstehen. Ich habe dir deinen Lieblingstoast gemacht. Timmy? Ich finde das echt nicht lustig, wenn du so tust. Timmy! Dann muss ich dich wohl aus dem Bett holen. Timmy? Aber dein Herz schlägt noch. Timmy, mach mir doch nicht solche Streiche. Ich muss jemanden anrufen. Ah, ich weiß, wen ich anrufe. Danke, dass du gekommen bist. Kein Problem. So, jetzt schauen wir uns mal Timmy an. Timmy? Hallo? Dein Herz schlägt noch. Er lebt. Also er ist nicht tot oder so, aber es ist alles wie eingefroren. Um ehrlich zu sein, weiß ich echt nicht, was hier los ist. Vielleicht guckst du hier ein bisschen rum. Ich hole meine andere Kleine von der Schule ab. Ja, klar. So. Ich wüsste. Ich rufe Sherlock an. Das ist eine gute Idee. Eine kleine Ewigkeit später. Timmy. Sherlock kommt gleich. Der wird das Ganze mal untersuchen. Wir warten auf Sherlock, ja? Ich verspreche dir. Dein Bruder wird es wieder gut gehen, ja? Ich gehe jetzt hier mal rein, ja? Genau. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Sherlock Horse. Und das ist mein kleiner Begleiter. Ah, hey Stephanie. Hey. Ich würde jetzt sagen, wir lassen die beiden hier alleine. Es wird alles gut. Komm. Ich mache dir ein Brot. Ja. Kann ich euch noch vorbei helfen oder so? Nein, das passt schon alles, danke. Du und Tersus das Fohlen, ich so untersuche den Raum. Ich sehe hier nichts. Nicht mal ansatzweise irgendwelche Verletzungen. Sherlock? Also, ich könnte noch mal gründlich gucken, aber ich sehe keine Verletzungen. Ich gucke gleich noch mal. Hilf erstmal mir den Raum abzusuchen. Hier ist nichts. Warte. Sherlock, ich habe was gefunden. Es ist doch hier nicht so richtig bekannt für Mäuse, oder doch? Eigentlich nicht. Aber eine Maus kann so einen Schaden nicht anrichten, glaub mir. Aber vielleicht halten sie ja Mäuse. Hey, Sherlock. Hey. Haltet ihr vielleicht zufälligerweise Mäuse? Mäuse? Nein, wieso? Wir haben eine tote Maus hinter dem Bett von Timmy gefunden. Also, ich weiß nicht, aber Susi ist ganz verwirrt. Klar. Aber ich müsste sie doch einmal befragen. Wenn es okay wäre, würde ich sie gerne in 10 Minuten sehen. 10 Minuten später. Jetzt bin ich hier. Wie heißt du nochmal? Nenn mich einfach Flecki. Okay. Warte mal, du bist einfach kleiner als ich. Ja, danke. Aber egal. Ich muss jetzt ein paar Fragen zum Fall stellen. Die wären: Kennst du jemanden? Nein, fangen wir anders an. Gehst du mit Timmy in eine Klasse? Ja, wieso? Welche Beziehung hat er da zu den anderen? Was? Er ist nicht verliebt. Nein, 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 nein. Also, welchen Status hat er da in der Klasse? Nein. Weiß ich nicht. Okay. Wie ist er zu den anderen? Ist er nett, lustig, witzig? Eigentlich, er ärgert oft wem. Und
Ja, das ist gut. Erzähl weiter. Also, es gibt ein paar Leute, die aus der Klasse, die ihn gar nicht mögen. Aber was hat das damit zu tun? Nichts, nichts. Alles gut. Wollte ich nur mal so wissen. Danke. Reicht erstmal bis hier. Okay, ich bin in der Küche. Sherlock, ich habe was Gutes herausgefunden. Timmy ärgert oft andere. Warte mal. Frag sie nochmal. Hol sie her. Okay. Ja, was ist? Kennst du zufällig jemanden aus der Klasse, der eine Maus hält? Ja. Wieso? Gut. Wie ist der Name dieses Fohlens? Amber. Amber hat Mäuse. Hol sie mal her. Also, ruf sie an oder so. Hallo, Amber? Amber, es ist wichtig. Lass mich doch einfach, ich bin gerade draußen unterwegs. Nein, Amber, ich brauche dich jetzt. Eure Familie ist komisch, außerdem, ich will nicht zu Timmy, ich mag ihn nicht. Bitte, Sherlock sagt das. Ein wer? Gib mir mal her. Hallo, hier spricht Sherlock Horace. Es wäre schön, wenn du jetzt in die Adresse kommen würdest, da es einen Fall gibt, wo du nicht so ganz unwichtig bist. Ja. Tschüss. Wer war das? Oh Mann, jetzt komme ich zu spät. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, ich gehe jetzt dahin. Ich glaube, man kann da jetzt... Ah, die Tür wurde aufgemacht. Ist das Timmy? Nee, das ist ein Stein, weißt du. Wieso sind es deine Mäuse hier? Ganz, ganz ruhig. Was ist mit Timmy los? Wie viele Mäuse hast du? Drei? Ist das eine Frage oder eine Antwort? Antwort. Ja. Sag mal so, wie viele Mäuse hattest du früher eigentlich? Drei, na klar, drei. Das werden wir rausfinden. Na, warte. Du bist doch in die Sache mit Timmy irgendwie verwickelt. Ich? Nein. Ja, doch, klar. Lüg mich nicht an. Leute, ganz ruhig. Hallo, hier spricht Sherlock. Wie viele Mäuse haben Sie? Sie hat vier Mäuse. Danke, das war's. Hallo? Mann, aufgelegt? Das stimmt doch etwas nicht. Deine Mutter hatte mir gerade gesagt, dass du vier Mäuse hast, also lügst du. Du hast dich selber verraten, nämlich dass dir eine fehlt. Wer? Wer kann Timmy gar nicht leiden? Theodor. Was? Wenn ich jetzt ganz genau denke. Diesen Fall hatte ich schon mal. Hatte eine Schlange. Eine Schlange? Wofür? Ja, hat er. Warte. Das erklärt... Hol ihn mal her. Los. Wer sind Sie? Schilderkurs. Sollte man kennen. Aber egal. Du hast eine Schlange, ne? Ja, wieso? Und Amber hat Mäuse. Und Timmy liegt auf dem Boden. Hat das nicht irgendwas miteinander zu tun? Und ihr seid die beiden, die Timmy hassen. Er ärgert uns immer so doll. Wir sollten doch einmal was heimzahlen. Mann, du dober Verräter. Red weiter. Es tut mir doch so leid, aber wir wollten ihm doch einfach nur einmal was heimzahlen. Er ärgert uns immer so dermaßen doll. Ich kann das nicht mehr. Das ist trotzdem... Okay. Wo ist deine Schlange? Ich weiß nicht. Ich habe sie in der Nacht durch das offene Fenster hier reingelassen. Kinder. Na, egal. Ich weiß zwar, was wir dagegen tun können, aber wir brauchen erstmal diese Schlange. Sowas soll nicht noch einmal passieren. Deine Schlange, was soll ich damit jetzt tun? Wir brauchen ein Gefäß. Helf mir mal. Wir haben es geschafft. Deine Schlange sollst du unbedingt danach wieder mitnehmen. Ich hol ein Gift. Ich hab's dabei.
So. Und jetzt noch hier ein bisschen. Gleich sollte er aufwachen. Was? Oh, ich finde dich. Timmy, du lebst. Also, du bist wieder wach. Wieso seid ihr hier? Wir wollten uns entschuldigen. Das solltet ihr auch richtig doll. Es tut mir auch leid. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber... Ist schon gut, alles gut. Muss nicht sein. Könnt ihr euch alle einfach nicht vertragen? Was sagst du? Ja. Okay. Timmy! Oh, mein Großer. Du bist wieder wach? Vielen Dank. Kein Problem. Komm, unsere Arbeit ist hier getan. Wie süß. Ich will auch eine Familie. Du bist meine Familie. Ja, okay, stimmt.